Zunächst einmal muss ich einem Gerücht entgegentreten. Der Preisträger Sebastian Pantel heißt zwar fast genauso wie ich, doch mit Herbert Pantel ist er nicht verwandt und nicht verschwägert. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute einen Kollegen laudieren kann, der nicht nur fast so heißt wie ich, sondern auch eine glänzende Serie im Südkurier gestaltet und geschrieben hat. Es ist eine Serie über Jugendkriminalität, also über ein brennendes Problem, das viel zu viel als ein Problem von Paragraphen und viel zu wenig als ein Problem der Gesellschaft wahrgenommen wird. Deshalb haben wir Sebastian Pantel zum Preisträger gekürt. Deshalb laudiere ich seine Leistung herzlich gerne. So ein wichtiges, aber zu wenig beachtetes Thema in einer Regionalzeitung wie dem Südkurier so gründlich und so gescheit auszuleuchten, das ist bemerkenswert. Nein, es ist mehr als bemerkenswert, es ist spektakulär. Das Strafrecht ist ein Seismograph der Gesellschaft. Das Jugendstrafrecht ist ein ganz besonders empfindliches seismografisches Instrument. Sebastian Pantel hat sorgfältig damit gemessen und seine Erkenntnisse erstens penibel, zweitens packend und drittens lehrreich beschrieben. Er hat 7 straffällige Jugendliche befragt. Er schildert ihre Taten, ihre Strafen, ihre Lebensverhältnisse, ihre Erfahrungen mit Erziehungsmaßnahmen, mit pädagogischen Projekten und mit dem Jugendarrest. Es kommen ein Jugendrichter, ein Strafrechtsprofessor, ein Gefängnisdirektor, es kommen Sozialarbeiter zu Wort. Daraus entsteht eine Artikelserie, die Maßstäbe setzt. Im letzten Teil dieser Artikelserie stellt der Autor uns, also die Gesellschaft, fiktiv vor Gericht und lässt den Richter fragen, warum die Gesellschaft ihr Heil in immer schärferen Strafen sucht, statt den viel klügeren Weg der Prävention zu gehen. Es gilt nach wie vor mehr denn je der alte Satz, die beste Strafrechtspolitik ist eine kluge Sozialpolitik. Die Serie, die im Südkurier erschienen ist, schürft tief und rüttelt auf. Sie widerlegt die gängigen Vorurteile von einer angeblich immer krimineller werdenden Jugend und sie zeigt Wege auf, wie man mit Jugendkriminalität besser umgehen kann als bisher. Die von Sebastian Pantel zusammengestellte und geschriebene Serie ist ein systemrelevantes Medienprojekt. Ein Medienprojekt von herausragender Qualität. Sie ist ein Spitzenprodukt der journalistischen Aufklärung. Sebastian Pantel ist ein Aufklärer. Deswegen zeichnen wir ihn aus. Jetzt bitte ich Sebastian Pantel auch auf die Bühne. Herr Huber und der Fotograf, der will Sie auch gleich noch mal alle zusammen in einem Bild haben. Können wir in die Mitte kommen, bitte? So. Sie laufen nicht weg, ja? Er hat übrigens morgen Geburtstag, habe ich jetzt gerade gehört. Warum haben Sie nun gerade dieses Thema ausgesucht? Ich habe ja gerade gehört, es kommt relativ selten vor, aber das hat ja auch seine Gründe, man will da nicht so richtig hinschauen und so weiter. Was war so der erste Gedanke, gerade sich in diese Welt zu begeben? Es war eine von mehreren Ideen, die ich mit meinem Chefredakteur zusammen ausgearbeitet habe. Kurz nachdem ich die Stelle bekommen habe, die ich jetzt innehabe, nämlich die des Regionalreporters, so ist sie benannt,
Und wir haben uns zusammengesetzt und haben eigentlich ohne jede Vorgabe überlegt, was sind Themen, die man anpacken müsste, schon seit langer Zeit und besonders dringend, die man aber nicht anpackt, weil sie so viel Zeit benötigen, die man im Tagesgeschäft einfach nicht hat. Und dann kamen wir auf eine Handvoll Sachen und die Jugendkriminalität war eins dieser Themen und ja, eigentlich das, was ich am gründlichsten auch dann umsetzen konnte. Sie haben ja gerade die Stichworte gesagt, die auch Herr Lammert erwähnt hat, nämlich Schnelligkeit geht vor Gründlichkeit leider im Medienbetrieb. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Also von dem Entschluss, dieses Thema zu machen, bis zum Erscheinen der ersten Folge dieser Serie, fast genau ein Jahr. Sie haben 7 Jugendliche interviewt, Sie sind denen näher gekommen. Die hatten ja auch zum Teil diese typischen Klischeenamen, wo es sofort dann rappelt im Gehirn. Wie vermeiden Sie eigentlich einen Zooblick? Das haben wir uns auch gefragt. Wir haben auch darüber diskutiert, man hat es gesehen, man sieht keine Gesichter, zum Beispiel von den Jugendlichen, bis auf den letzten, der ausdrücklich darum gebeten hat, dass man ihn auch mit seinem Namen zeigen darf. Und wir haben sehr darauf geachtet, eben keine Klischee-Menschen zu suchen, also mit einem Blick auf die Suche zu gehen, was wir, also mit dem Ergebnis im Kopf, was wir gerne finden möchten, sondern uns den Kontakt zu diesen Jugendlichen vermitteln zu lassen von Leuten, die dafür einstehen können, dass es eben keine Klischeefiguren sind, sondern Jugendliche, die mit ihrer Person für eine große Gruppe von Jugendlichen stehen können, denen es ähnlich geht. Und die waren Ihnen auch sympathisch, ne? Eigentlich alle, ja. Ja. Was ist Ihr nächstes Projekt? Meine nächsten Projekte sind vor allem einige Lokalgeschichten. Mhm. Das ist so die Konzeption dieser Stelle. Einmal so große Themen mit einem großen Aufschlag zu machen und dann aber auch ganz gezielt in eine Lokalredaktion zu gehen und mit dem dortigen Lokalredakteur zusammen eine Geschichte zu machen, die er wieder alleine wegen Zeit und Personaldruck nicht auf die Reihe kriegen würde. Also da stehen. Dann wünsche ich Ihnen super viel Erfolg dabei. Nehmen Sie Ihr Geschenk mit. Und wir dürfen noch mal applaudieren.